Als das IFA noch in den Kinderschuhen steckte, hieß es Staubforschungsinstitut und beschäftigte sich natürlich mit Gefährdungen durch Staub bei der Arbeit. Über die Jahre sind immer neue Themen dazugekommen. Allerdings ist das Thema Gefahrstoffe ein wichtiges geblieben für unsere Arbeit. So wichtig sogar, dass wir im Herbst 2019 ein ganz neues Laborgebäude in Betrieb genommen haben. Genau das schauen wir uns jetzt an. Meine Kollegin Katrin Pitzke wartet schon. Hallo Katrin, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Das ist ja ein tolles Gebäude, das haben wir auf dem Weg hierhin schon gesehen. Alles neu, alles ganz modern, alles clean. Was können wir denn hier jetzt eigentlich machen, was vorher nicht möglich war? Wir haben hier viel mehr Platz. Wir haben hier ungefähr 2000 Quadratmeter Laborfläche auf insgesamt 2800 Quadratmeter. Haben eine neue Lüftungsanlage, eine komplett neue Lüftungstechnik, neue Laborgeräte und auch empfindliche Analysengeräte. Und jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, auch immer niedrigere Grenzwerte, die jetzt auch in Zukunft auf uns zukommen, bestimmen zu können. Dann lassen Sie uns doch jetzt einfach einen Blick in die eigentliche Analytik werfen. Gerne. Und was genau passiert jetzt hier? Hier werden alle Proben, die im IFA kommen, registriert und dokumentiert. Dazu werden die hier in die Fächer sortiert. Das ist eine beispielsweise Probe, die die Unfallversicherungsträger uns geschickt haben. Hier war der Analysewunsch des Unfallversicherungsträgers Nickel. Man sieht, hier ist ein Staub drauf und die Probe wird nun aufgeschlossen und beginnt ihre Reise. Die Filter werden hier in Reagenzgläser gegeben. Dann wird mit einer Säuremischung Probe bearbeitet, hier gekocht und während des Kochvorgangs lösen sich dann die Metallteile auf dem Filter in die Lösung. Und jetzt geht's endlich in die Analytik? Nein, noch nicht. Die Proben müssen erst verdünnt werden, bevor sie analysiert werden können. Jetzt aber sind wir endlich in der Analytik. Ja, jetzt sind wir endlich in der Analytik. Hier werden die Proben analysiert. Das ist ein ICP-Massenspektrometer, das empfindlichste, was es momentan auf dem Markt zu kaufen gibt. Hier werden die Proben, die wir eben verdünnt haben, in ein Plasma überleitet und dort bei 6000 Grad zerstört. Und somit erhalten wir ein Analysenergebnis, welche Metallgehalte auf dem Filter waren, welchen wir den Unfallversicherungsträgern zur Verfügung stellen können. 450 verschiedene Gefahrstoffe können wir hier in den Laboratorien des IFA auf diese Weise analysieren. Und ob Sie es glauben oder nicht, 20.000 Proben haben wir im letzten Jahr hier durchgeschleust. Etwa 123.000 Analysen waren das. Denn nicht jede Probe wird ja nur einer chemischen Analyse unterzogen. Schon in Anbetracht dieser Zahlen, denke ich, können wir sagen, mit dem neuen Gebäude sind wir für die Zukunft bestens gerüstet.